Okay. So. Bin ja mal gespannt, ob es gleich beim ersten Versuch klappt. Ich würde es sehr begrüßen. Oh Mann. Lauf, 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 lauf. Ich hab's geschafft. Ja. Oh Gott sei Dank. Ich bin da. Was ist hier? Try to stop me. She said the gods were fools, that I was a fool. She may be. Okay. Okay. Wer ist das? Gib mir deinen Kopf! Oh ja, komm. Kopf her. Sie! Störrisches Skelett. Dass er so passgenau da reinpasst. Passgenau reinpasst. Also echt, der muss sein Gesicht echt gut vermessen haben, damit das klappt. Bin ich denn hier gelandet? Ich war doch vorher noch in der Wüste. Oh, oh. Truhe. Nur noch eine Truhe. Juhu. Volle Energie. Noch eine Feder, dann haben wir auch alle gesammelt. Weiter geht's. Also, ich weiß, ich habe den Spruch schon öfter gebracht, aber ich glaube, ich bin bald an der Box. Es wäre natürlich toll, wenn ich die bekommen würde, ohne noch kämpfen zu müssen, aber ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird. Leider. Ach ja, da kommen wir jetzt kämpfen. Ich erinnere mich wieder. Da ist sie. Da ist sie. Gott verdammt, da ist sie. Pandoras Kugel. Das war aber anders besprochen. Setzt mir alles entgegen, was ihr habt. Ich komme damit klar. Oh Gott, ich komme nicht damit klar. Ich habe gelogen. Da noch Bogenschützen? Oh. Gut, was ihr nicht lassen könnt. Kommt schon, meine hilfreichen Seelen. Tötet sie alle. Da ist auch noch einer. Wenn da keine Bogenschützen wären, Gott verdammt, ich sie. Oh, Leute! So. Such das nochmal. Ich bin tot. Ich. Wie habe ich so schnell Energie verloren? Na gut, ne, komm nicht da. Wisst euch. Was war das? Sind wir jetzt normale? Nein. Immer noch. So, nochmal drauf. Wenn sie was wollen, kommen sie bestimmt. Ach so, da kommt Feuer raus. Jetzt verstehe ich's. Ah, ja, okay. Ich bin heute so unaufmerksam, das gibt's gar nicht. Das ist ja auch irgendwie mies. Schon gewundert, wie ich so schnell verrecken konnte. Wow. Nochmal. Sicheln.
Ja, mega mies, wenn da was rauskommt. Kann man sich ja nirgends irgendwo hinstellen oder so. Kommt her. Ich nehme es mit euch allen auf. Hier, wo ich jetzt bin. Fangen zwischen zwei Lagern. Ist mir egal. Was kommt denn da noch? Ja, solange es nur die Harpien sind, ist es okay. Ja, danke. Sehr freundlich und so. Au. Marekke in der Hölle! Weg ist es. Bist du das Letzte? Nein. Wo ist sie denn? Nee, okay. Ei! Wo gammeln die denn rum? Mir wird schwindelig. Lass dich mal treffen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie viel kommen denn da noch? Ja, endlich. Da kommen jetzt keine Flammen mehr raus, oder? Das wäre ein bisschen unfair. Yay. Yay. Apropos yay. Nein, doch nicht yay. Nur 6000? Mickrig. So, ich bin endlich da. Ich habe endlich die komische Box. Ich muss sie nur noch rausziehen. Da ist sie. Endlich. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Wenn man das bloß gewusst hätte, dass die da so nah war. Ach, Menno. Warte, Athen, ich komme. Ich hab's bald geschafft. You must bring Pandora's box back to Athens, Kratos. You cannot defeat Ares without it. Jo, klar. Ich bin schon auf dem Weg. Ich meine, ich hab schon so viel geschafft. So, jetzt kann ich endlich treten. Wow! Oh Mann, ey, das bringt doch gar nichts. Gib mir so einen halben Tag, dann bin ich da. Halt ihn irgendwie auf. Spiel mit dem Uno oder irgendwie, keine Ahnung. After a thousand years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death,
The memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the guard of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below, the currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? Oh.